weil ich die Gelegenheit hatte, mit dem Präsidenten der Ukraine zu telefonieren. Und das war heute im Tagesablauf mehr als schwierig. Und ich möchte Ihnen dieses Gespräch nicht vorenthalten, weil ich glaube, dass es wichtig ist, auch für Ihren weiteren Diskurs. Er hat das Gespräch damit begonnen, dass er gesagt hat, er meldet sich aus der Ukraine, einem Land, wo er nicht mehr weiß, wie lange es existiert. Und er meldet sich als Präsident und er weiß nicht, wie lange er noch lebt. Die Situation in der Ukraine ist höchst dramatisch. Er hat davon berichtet, dass auch zivile Infrastruktur angegriffen wird. Viele Menschenleben schon ausgelöscht worden sind und hat Europa und die Welt darum ersucht, der Ukraine in dieser Situation beizustehen. Er hat ersucht darum, dass militärische Unterstützung erfolgt und er hat ersucht darum, dass humanitäre Unterstützung erfolgt. Österreich ist tatsächlich, Herr Klub-Obmann-Kickl, ein neutrales Land. Humanitäre Hilfe ist jetzt mehr als geboten. Aber angetracht dessen, dass wir hier über das Schicksal eines Landes, aber noch viel mehr über das Schicksal tausender Menschen gerade mit debattieren und reden, scheint es geboten, diese Ernsthaftigkeit des Gespräches auch mit Ihnen, den Österreicherinnen und Österreichern und Menschen, die in Österreich leben, zu teilen. Es beweist, dass die Entschlossenheit der Europäischen Union, die Gemeinsamkeit, dass auch als neutrales Land nicht wegschauen, sondern hinschauen und gerade auch als neutrales Land das Völkerrecht, als das zentrale Recht, das Fundament von Freiheit und Demokratie zu verteidigen, uns in Erinnerung zu rufen und uns auch bewusst zu sein, dass tatsächlich die Ukraine, die dortige Regierung, die Menschen um Überleben kämpfen.